Yo Leute, was geht? Heute habe ich in diesem Video wieder eine weitere Folge von 5 Tipps und Tricks in GTA Online für euch. In dieser Folge geht es wieder mal allgemein um GTA Online, also um 5 Tipps und Tricks zu GTA Online, die ihr vielleicht noch nicht gekannt habt. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Punkt an. Und der erste Tipp, den ich euch einfach mal geben kann, ist vielleicht nicht so ganz geheim, allerdings sollte ihn jeder einfach mal von euch ausprobieren. Und zwar einfach mal die Karte aufräumen. Ich meine, mittlerweile sind durch die ganzen DLCs immer wieder neue Events, zum Beispiel auch Stunt drin hinzugekommen und immer mehr kleine Symbole häufen sich eben auf dieser Minimap an und es werden mittlerweile so viele Symbole, dass man einfach gar keinen Überblick mehr über die ganze Karte von Los Santos hat. Und da kann ich euch einfach einen kleinen Tipp geben, und zwar blendet einfach mal alle Icons aus, die ihr nicht braucht. Und das könnt ihr einfach im Interaktionsmenü machen, indem ihr auf Markierung ausblenden geht, und dort könnt ihr euch dann eben alles mögliche aussuchen, was ihr eben nicht mehr angezeigt haben wollt, wie zum Beispiel Fallschirme. Und in diesem Fall kann man das eben so machen, dass ich zum Beispiel nur an Rennen und an Stuntrennen auch interessiert bin, und auf der Minimap kann man dann eben nur noch diese Jobs sehen. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Funktion, die Rockstar Games schon seit längerem eingebaut hat. Als nächstes möchte ich euch einen kleinen Teleportationstrick zeigen, und zwar könnt ihr diesen wirklich extrem einfach durchführen und in wirklich jeder Situation. Nehmen wir einfach mal an, ihr seid einfach an irgendeiner Location, wo ihr gerade nicht so einfach wegkommt, zum Beispiel am Flughafen, wenn euer persönliches Fahrzeug beschädigt worden ist und euer Mechaniker euch eben das Fahrzeug nicht so schnell liefern kann. Da habe ich einen kleinen Tipp für euch, und zwar lasst einfach mal als Heist-Anführer eine Heist noch offen. Heißt also, dass ihr diese Heist noch nicht komplett abgeschlossen habt, aber dass ihr sie schon angefangen habt, und in einer gewissen Zeit werdet ihr von Lester eben eine Einladung zu dieser Heist bekommen, und wenn ihr diese eben annimmt, egal wo ihr auf welcher Location seid, wie zum Beispiel auch an dieser Stelle, dort nehmt ihr einfach mal diese Einladung an, und wenn ihr dann im Apartment seid, dann verlasst ihr diese Einladung wieder und ihr werdet sehen, dass ihr euch in eurem Apartment wiederfindet, wo ihr diese Heist gestartet habt, und ihr seht, dass ihr euch ganz schnell kurz teleportiert habt, und zwar ungefähr ein paar Kilometer in ganz wenigen Sekunden. Ist auf jeden Fall ein ziemlich nützlicher Trick, den ihr anwendet könnt, wenn ihr zum Beispiel im Wasser oder im Meer gefangen seid oder in irgendeiner Location seid, wo ihr ganz schnell zu eurem Apartment gehen wollt. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie ihr den Bugstars Overall bekommen könnt, den wir nämlich aus der ersten Heist vom Story-Modus bekommen haben. Das Outfit kann man normalerweise ja nicht im Online-Modus haben, aber es funktioniert mit einem extrem einfachen Trick, und alles, was ihr dazu tun müsst, ist einfach mal sich zu einem Bekleidungsgeschäft zu begeben und sich dann unter der Outfits Raubüberfall Overall den roten Overall auszuwählen. Dann müsst ihr euch als nächstes als CEO registrieren, und dann steigt ihr einfach in irgendein Auto ein. Es muss unbedingt ein Auto sein und kein Motorrad, und dann geht ihr ins Interaktionsmenü und unter CEO Crew Verwaltung, und dort wählt ihr euch unter Stil eben ein anderes Outfit aus und switcht dann wieder zurück zu dem Outfit, das ihr vorher getragen habt. Wenn ihr dann aus dem Fahrzeug aussteigt, dann werdet ihr sehen, dass ihr plötzlich das Bugstar Logo auf eurem Overall habt, und das ist eigentlich auch schon der ganze Glitch gewesen. Ist wie gesagt extrem einfach, und dadurch bekommt ihr dieses ziemlich seltene Outfit. Ist auf jeden Fall richtig geil. Wer kennt es eigentlich nicht? Ihr wollt zum Flughafen, allerdings hindern euch diese ganzen Zäune daran, den Flughafen zu erreichen, und ihr könnt eben den Flughafen nur durch den Haupteingang benutzen. Das geht nämlich jetzt auch ganz anders, und zwar seht ihr zum Beispiel diese Tore am Flughafen. Diese können sich zwar nicht öffnen lassen, allerdings der darum liegende Zaun, dieser kann sich wegspringen lassen, und zwar mit Haftbomben. Ihr müsst dazu einfach nur ein oder zwei Haftbomben hinlegen und diese dann zum Explodieren bringen, und dann werdet ihr sehen, dass dieses Stück Zaun einfach mal abfällt. Die Tür hingegen bleibt immer noch da weiter standfest, ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Allerdings, ihr könnt in diesen Zwischenraum durchfahren mit eurem Motorrad. Ist auf jeden Fall eine ziemlich einfache Methode, wie man eben auf andere Art und Weise zum Flughafen kommen kann. Und das letzte ist vielleicht eher keine Art Trick, sondern eher vielmehr ein Bug, den nämlich das Motorrad Gargoyle betrifft. Und zwar hat dieses Motorrad nämlich eine ziemlich mysteriöse Eigenschaft. Ihr könnt nämlich mit diesem Motorrad durch gewisse Gegenstände durchfahren. Das bezieht sich nämlich auf verschiedenste Gegenstände, die nämlich auf der Höhe überhalb des Motorrads liegen, zum Beispiel durch Volleyballnetze oder auch diesen Zaun am Flughafen. Dort kann man nämlich durchfahren. Allerdings das Beste daran finde ich, man kann durch diese Strandhütten auch durchfahren, was wirklich extrem komisch aussieht. Allerdings, wenn ihr euch jetzt einfach mal vorstellt, ihr wollt mit eurem Freund einfach so ein kleines Rennen machen, und dann sagt ihr eurem Freund, ihr schafft es eben durch diese Hütte durchzufahren, ohne eben runterzufallen, dann werdet ihr diese Wette auf jeden Fall ganz einfach gewinnen. Ihr solltet auf jeden Fall aber darauf aufpassen, dass ihr eben mit dem Motorrad an der Stelle durchfahrt, wo eben nicht die Reifen in Berührung kommen, denn dann wird das Motorrad eben nicht durchkommen. Aber es ist auf jeden Fall eine ziemlich geile Sache, und ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig, warum Rockstar Games vergessen hat, bei diesem Motorrad so ein Kollisionsmodell einzubauen. Wenn euch diese Folge der Tipps und Tricks gefallen hat, dann lasst einfach mal eine positive Bewertung da und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welches dieser Tipps und Tricks ihr noch nicht gekannt habt. Und ich würde einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns beim nächsten Mal nicht wieder. Ciao.